Henning, herzlichen Glückwunsch. Erster Dreier im Jahr 2024. Endlich belohnt. Wie fühlt es sich an? Ja, es fühlt sich natürlich gut an. Sonne scheint. War heute ein rundum erfolgreicher Tag für uns. Die Jungs haben das gut gemacht und ich freue mich sehr für die Truppe. Wir haben die Luckenwalder in der ersten halben Stunde ja gar nicht zum Atmen kommen lassen. War das auch der Plan, gleich so aggressiv zu sein, die gar nicht hinten rauskommen zu lassen? Ja, doch. Wir hatten schon diesen Plan, wollten aber einen gesunden Mix finden zwischen Vollgas von drauf und Druck machen und aber auch mal selber durchatmen. Die Jungs haben dann aber gemerkt, okay, hier geht was und sind dann dran geblieben bis zur Halbzeit in dieser Intensität auch so anzulaufen und es wurde belohnt. Leider nicht belohnen konnte sich heute unser Geburtstagskind, ne, fliegt dann mit einer roten Karte vom Platz. Wie hast du die Situation um Ken Gibson gesehen? Ja, wir alle kennen unseren Spieler Ken Gibson, das ist ein absoluter Sportsmann, der immer alles reinhaut für die Mannschaft und für den Verein und hat, glaube ich, in dem Moment die falsche Reaktion gezeigt. Hat das nochmal dein Matchplan logischerweise sicherlich verändert dann in der Halbzeitpause? Wie habt ihr reagiert? Was habt ihr besprochen? Ja, das ist dann vor allem für die Jungs eine Aufgabe, sich diesen neuen Bedingungen zu stellen, ein Mann weniger. Und es war dann diese schwere Halbzeit, die wir auch so vorhergesehen haben. Und wir haben es dann aber sehr taktisch diszipliniert und mit viel, viel Metern geschafft. Und mit einem tollen Tor von Cemal Sezer, ein tolles Stürmertor, wie er das Ding da einschweißt. Also ich freue mich da immer noch drüber, dass es gelungen ist, dass er heute seinen ersten Treffer für uns beisteuern konnte. Wir freuen uns alle für ihn. Das ist eine absolute Bereicherung für unser Team. Und heute hat er sein erstes Tor geschossen. Ja, cool. Jetzt geht es am Dienstag nach Einburg. Das fühlt sich jetzt irgendwie noch weit weg an. Bist du gedanklich schon ein bisschen dort? Nee, noch gar nicht. Ich bin noch hier auf dem Platz und bei unseren Jungs bei dem Spiel. Und ich freue mich jetzt natürlich auf der Rückfahrt, dass man diese drei Punkte hat und kann das mal ein bisschen sacken lassen. Und dann freuen wir uns ab morgen auf das Spiel in Einburg. Dann lasst uns das alle mal gemeinsam ein bisschen genießen, bevor es dann wieder weitergeht. Vielen Dank, Henning. Danke.